Verdammt nochmal, warum ist es so schwer, heutzutage noch jemanden kennenzulernen? Warum geht das so schwer? Mein Vater oder selbst mein alter Opa hat ja auch jemanden kennengelernt. Meine Mutter oder meine Oma halt. Und mein Opa ist so ziemlich der uncharismatischste Mann, den ich kenne. Wie zur Hölle hat er es geschafft und warum ist es heutzutage so schwer? Wie kann es sein, dass ich immer noch Single bin, nicht die richtige Partnerin kennengelernt habe und es gefühlt unmöglich ist, es den Frauen heutzutage recht zu machen? Sei mir ehrlich zu dir. Wenn du Single bist, kann es sein, dass du diesen Gedanken oder ähnliche Gedanken in irgendeiner Form auch hast oder hattest. In diesem Video soll es genau um dieses Thema gehen. Und ich will dir erklären, warum es gerade heutzutage, obwohl es immer einfacher ist, theoretisch Menschen kennenzulernen, Menschen viel offener sind, viel offener mit ihrer Sexualität und dem ganzen Thema Liebesleben umgehen und die Gesellschaft auch nicht mehr so konservativ ist und strikt wie früher, warum es aber gerade deshalb jetzt so schwer ist, jemanden kennenzulernen. Und der Hauptgrund ist, du musst verstehen, dass die Welt im Jahr 2021 in der Postmoderne einfach viel, viel schnelllebiger ist, als es früher der Fall war. Das kennst du ja auch aus der Wirtschaft. Es gibt viel mehr Konkurrenz, Unternehmen wachsen viel schneller. Das Ganze ist einfach, die Welt ist einfach viel schneller. Es passieren viel, viel mehr Dinge in viel kürzerer Zeit. Wir haben viel, viel mehr Ablenkung, viel, viel mehr Stimulus, viel, viel mehr Dinge, die einfach passieren. Und das, was jetzt auch in der Wirtschaftswelt vielleicht passiert, ist genauso im privaten Leben von Menschen. Vor 50, 80, 70 Jahren war es halt einfach so, dass die Frauen beispielsweise damals halt nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie zu tindern und sich mal alle jeden Monat mal einen neuen Typen klar machen, mit dem sie mal ausprobieren und halt so viele verschiedene Erfahrungen sammeln. Und der Markt war halt einfach, also es gab nicht so viel Konkurrenz in der Hinsicht, weil den Frauen auch einfach sehr langweilig war. Zwar hatten die Frauen damals genau dieselben Bedürfnisse wie die Frauen jetzt, aber das Ding ist halt einfach, dass eine Frau sich vielleicht dann irgendwann Anfang Mitte 20 gedacht hat, so ja, okay, also ich weiß ja, dass das Leben halt, dass ich halt von zu Hause wegkomme, mal ein bisschen was sehe von der Welt, öfter was unternehmen kann, wenn ich halt einen Verlobten, einen Freund oder einen Mann an meiner Seite habe, ja, dann nehme ich halt den Typen, den ich halt ganz süß finde, aber ich nehme mir halt nicht mal die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Dates oder die 3 Monate, die 3 Jahre, um diesen Mann kennenzulernen und zu schauen, ob er zu mir passt und heirate ihn dann, sondern ich steige direkt mit ein. Weil, ganz ehrlich, was ist die Alternative? Das heißt, damals hatten Frauen und auch Männer halt einfach nicht so viele Optionen, weil das Leben halt nicht so frei und offen war wie jetzt zum Beispiel. Jetzt ist es halt einfach so, dass Menschen so viele Optionen haben und beziehungsweise Menschen haben theoretische Optionen. In der echten Welt sind alle trotzdem einsam und keiner geht echte Bindung miteinander ein, aber aufgrund von Social Media, aufgrund der Tatsache, dass es so viele Clubs gibt, so viele Wege gibt, irgendwie zumindest Kontakt aufzunehmen zum anderen Geschlecht, ist es so, dass keiner sich wirklich binden will. Und deswegen haben, da so viele Menschen theoretisch so viel Auswahl haben, sind Frauen vor allem auch viel, viel wählerischer. Es ist halt nicht mehr so, dass wenn eine Frau weiß, dass wenn sie sich jetzt mal gegen den Typen entscheidet, ist es dann nicht so, dass es irgendwie nochmal 5 Monate dauert, bis sie auf irgendeiner Dorfhochzeit oder so mal den Nächsten sieht, bei dem sie sich irgendwie dann, bei dem sie sich was vorstellen könnte, sondern es ist halt einfach so, dass sie eine Sekunde später anfangen kann zu swipen und dann es kommt direkt der nächste Mann. Und du musst auch verstehen, dass Frauen deshalb auch eine viel höhere Bereitschaft haben, einen Einzelmann einfach gehen zu lassen. Und eine andere Sache, die du verstehen musst, ist, dass diese Schnelllebigkeit der Welt und auch der Liebeswelt dafür sorgt, dass eine Frau, die du kennenlernst, wahrscheinlich in den letzten Jahren sehr, sehr viele intensive Erfahrungen mit anderen Männern hatte. Sie hatte mal einen Freund, den sie geliebt hat. Sie hatte einen Arschloch, den sie unbedingt wollte, der sie dann irgendwie verlassen hat. Jede Frau, die du kennenlernst, wenn du vor allem ein Mann bist, der schon im Leben steht, jede Frau, die du kennenlernst, hatte wahrscheinlich auch schon ihre erste große Liebe hinter sich. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Männer, mit denen du in der Gegenwart und aus der Vergangenheit, in denen sie emotional noch irgendwie gebunden ist und nicht loslassen kann, konkurrierst. Das heißt, es sind so viele Frauen sind derzeit nicht emotional verfügbar, auch wenn es viele Singles gibt, auch wenn du viele Frauen theoretisch auf Tinder oder auf der Straße im Alltag sehen kannst, du kannst sie sehen und es ist einfacher denn je theoretisch in Kontakt zu treten mit diesen Frauen, es gibt keine kulturellen Beschränkungen oder so, aber aufgrund der Tatsache, dass der Markt jetzt so frei ist,
ist es halt einfach auch so, dass die Frauen nicht mehr so emotional verfügbar sind. Und auf der anderen Seite ist es ja dann wiederum so, dass nicht nur Frauen mehr Auswahl haben, auch Männer. Und jetzt gibt es eine gewisse Kategorie von Männern, die vielleicht sehr charismatisch sind, die vielleicht auch ein bisschen manipulativ, die halt einfach sehr gut im Umgang mit Frauen sind, aber keine ernsthaften Absichten mit diesen Frauen haben. Diese Männer gibt es heute und die gab es auch damals. Damals war es aufgrund der kulturellen Bedingungen und strukturell einfach so, dass diese Männer jetzt nicht irgendwie hunderte Frauen hätten verarschen können, weil es halt einfach nicht ging. Jetzt ist es so, dass es quasi keine Konsequenzen hat. Das heißt, diese Männer sind jetzt auch in der Lage, mit sehr, sehr vielen Frauen Dates zu haben, zu schlafen. Es gibt halt einfach Männer, die Dutzende Frauen, über 100 Frauen schon hatten oder mit denen in irgendeiner Form eine Affäre oder Beziehung eingegangen sind und sehr, sehr vielen Frauen auch das Herz gebrochen haben. Das heißt, fast jede Frau, die du auch kennenlernst, hat in irgendeiner Form mal Erfahrung mit irgendeinem Arschloch gemacht. Und dass diesen Arschlöchern jetzt auch einfacher fällt, diese ganzen Frauen kennenzulernen, ist der Liebesmarkt einfach viel, viel komplizierter. Es ist halt nicht so, dass es so Boy meets Girl, Junge sieht Mädchen und beide verlieben sich direkt ineinander und man mag einander, sondern Junge sieht Mädchen bzw. Mann sieht Frau und beide haben einfach eine richtig komplizierte Innenwelt und beide haben eine Vergangenheit, beide lernen vielleicht noch andere Leute kennen parallel und die Liebeswelt ist einfach ein Ticken komplizierter, als es früher war. Das kannst du jetzt gut oder schlecht finden. Die Tatsache ist einfach, es ist Realität, dass es gerade so ist. Und das kannst du nicht ändern. Viel mehr Konkurrenz, Frauen haben viel mehr Auswahl, Frauen sind deswegen auch wählerischer, Frauen sind nicht so emotional verfügbar. Und durch diese Welt, durch diese komplizierte Welt, musst du dich als Mann, als Single-Mann durchnavigieren. Und jetzt ist es so, vor allem wenn du in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren nicht so viel Erfahrung in diesem Thema hattest, nicht so viel Erfahrung sammeln konntest in Form von Frauen, die du kennengelernt hast und einfach so ein bisschen aus der Übung bist. Es kann ja auch sein, dass du in deiner Uni-Zeit sehr viel Kontakt mit Frauen hattest, jetzt aber halt nicht mehr so sehr. Und dieses halbe Jahr oder dieses Jahr oder diese paar Jahre, die dir da an Übung fehlen, an Routine, an Erfahrung, so wie dass du nicht mehr so genau weißt, wie das alles so läuft oder du kommst gerade aus einer Beziehung, Das sind vor allem in so einer schnelllebigen Welt ist es sehr fatal. Denn in so einer schnelllebigen Welt ist es halt so, dass du immer mit Singles konkurrierst, die halt schon sehr, sehr lange aktiv sind und das den einen oder anderen Trick mal gelernt haben oder halt irgendwie wissen, wie sie jetzt Frauen kennenlernen. Und diese Männer lernen natürlich auch die Frau kennen oder die Frauen kennen, die du jetzt auch kennenlernen willst. Das heißt, das macht das Ganze umso schwerer. Und deswegen, vor allem wenn du, wie gesagt, jetzt paar Monate oder paar Jahre nicht so den regen Kontakt mit Frauen hattest. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass du an dir arbeitest. Und heißt es jetzt, du musst so an dir arbeiten, bis du irgendwie auch so ein richtig charismatischer Verführer wirst, dann werden ja wahrscheinlich eh nur die Frauen verarscht, wie diese Männer, die ich vorhin beschrieben habe. Nein, du musst dich nicht im Kern verändern. Du musst jetzt auch kein Superheld werden, um irgendwie konkurrieren zu können. Es gibt sehr viele Frauen, auch heutzutage, die zwar verletzt wurden, die vielleicht dann nochmal irgendwo an ihren Ex hängen, aber bereit sind, loszulassen, wenn der richtige Mann vor ihnen steht. Und der richtige Mann ist dann kein Superheld, sondern ist ein Mann, der einfach echt ist, der authentisch ist und einfach auch ernsthafte Absichten mit dieser Frau hat. Das Ding ist aber, dass du in der Lage sein musst, dich diese Frauen kennenzulernen, dich diesen Frauen von deiner besten Seite zu zeigen und eine Bindung mit diesen Frauen einzugehen. Und wenn du, wie gesagt, nicht so die Routine und die Übung hattest, dann wird es sehr schwer. Und gerade deshalb solltest du wirklich an dir arbeiten. Es sind oft nur ein paar Stellschrauben, die du drehen musst und dann bist du direkt wahrscheinlich auch schon von deiner Attraktivität und von dem Zugang zu Frauen überdurchschnittlich. Also du bist dann halt die ganzen anderen Single-Männer, die versuchen es, kriegen es nicht richtig hin. Wenn du nur ein paar Dinge richtig machst, dann hast du schon Zugang zu vielen Frauen, die du theoretisch daten könntest, wenn du es wollen würdest. Und diese paar Dinge musst du anders machen, damit du auch in dieser komplizierten, modernen Welt in der Lage bist, die richtige zu finden, mit der du eine erfüllte Beziehung haben kannst. So viele Menschen sind beziehungsgestört. So viele Menschen sind emotional nicht verfügbar. So viele Menschen denken noch an ihren Ex. So viele Frauen haben extrem viel Zugang zu vielen Männern, so wenn es um Online-Dating-Portale oder in Clubs geht oder so, werden permanent angesprochen. Aber so eine richtige Bindung können sie mit keinem eingehen. Und wenn du merkst, dass du aber genau in dieser Welt in der Lage sein willst, die richtige Partnerin kennenzulernen, dann klick auf den Link unter diesem Video. Denn
Du kannst dich dann auf ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Und in diesem Gespräch kann ich dir individuell zeigen, so wie ich es schon bei Dutzenden Männern davor gemacht habe, wie du in der Lage bist, auch jetzt die richtige Partnerin kennenzulernen. Wie du diese paar kleinen Stellschrauben drehen kannst, die du drehen kannst, ohne deine Karriere dafür zu vernachlässigen, ohne irgendwie erstmal jahrelang Persönlichkeitsentwicklung machen zu müssen, brauchst du alles nicht. Du musst nur wissen, wie du es richtig machst. Und wenn du das dann gelernt hast und dann weißt, wie du in Kontakt mit Frauen trittst, die Frauen, die wirklich zu dir passen, dann kannst du mit der Strategie, die ich dir aus diesem Beratungsgespräch gebe, wirklich sehr, sehr einfach und schnell die richtige kennenlernen. Wenn dich das interessiert, dann klick auf den Link und bewirb dich auf dein kostenloses Beratungsgespräch.